Das Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres 2023. Tja, werden die Spiele bei euch überhaupt noch gespielt? Oder blickt ihr schon auf das neue Jahr bzw. den neuen Jahrgang 2024? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um ja, Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Da gibt es schon sehr viele Videos und ja, in wenigen Tagen steht fest, wer denn Sieger sein wird 2024, was Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres angeht. Ja, und dann sagt man ja schon, tja, der alte Jahrgang, kann man einen Haken hinmachen, ein Schleifchen hinmachen, das hat sich erledigt. Vielleicht bei euch schon recht frühzeitig, vielleicht seid ihr jetzt auch schon komplett raus und sagt, was war denn das überhaupt noch, Spiel des Jahres 2023? Ich schaue ganz kurz auf die einzelnen Spiele, auch auf die Empfehlungsliste. Tja, die Empfehlungsliste, wird die überhaupt noch angeschaut? Oder blickt man eigentlich nur auf die drei Nominierten, beziehungsweise auf Sieger oder Siegerin? Weil 2023 wurde Dorfromantik zum Spiel des Jahres gewählt. Nach wie vor, muss man sagen, ein sehr erfolgreiches Spiel. Hat sich zuletzt auch wieder auf der einen oder anderen Messe gezeigt. Nicht nur durch die XXL-Spiele, wo man das Publikum anlockt. Es wird gekauft. Und ganz klar, es liegt durchaus auch ein bisschen an dem Pöppel. Die Verkaufszahlen sind recht hoch, aber es liegt auch daran, dass Michael Palm und Lukas Zach quasi eine weitere Version herausgebracht haben. Ja, weg vom kooperativen Dorfromantik, sondern eher zu einem Dorfromantik, wo man zu zweit sehr gut sich duellieren kann, gegeneinander spielen kann und das gefällt mir sogar einen Tick besser als das klassische Dorfromantik. Klar, es hat noch eine Erweiterung dabei, aber es gefällt mir gut und zuletzt auch in einem Interview hat mir der Autor dann verraten, dass es mit Dorfromantik weitergehen wird, thematisch im Jahr 2024, spätestens auf der Messe. Ja, vielleicht schon früher kann ich einen Blick auf das Spiel werfen und kann euch informieren. Also durchaus ein erfolgreiches Spiel und im Nachgang kenne ich auch viele aus meinem Bekanntenkreis, die ja dick gedacht haben, Dorfromantik, Spiel des Jahres. Na, jetzt schaue ich mir es mal an. Und da waren einige dabei aus meinem Freundeskreis, die durchaus auch gesagt haben, oh, so schlecht ist es ja auch gar nicht, auch wenn sie nicht unbedingt zur Zielgruppe zählen. Und das muss man auch immer bei so einem Spiel sehen, aber Dorfromantik, denke ich, hat sich bewährt. Wie ist es mit dem Kennerspiel des Jahres 2023? Challengers, das tut sich aus meiner Sicht ein bisschen schwer. Dieser Hype ist gefühlt schon nach 4 bzw. 6 Monaten ein bisschen verflogen. Vielleicht liegt es daran, dass es ja eher ein Spiel ist, wo bei mir persönlich eher mit mehr Personen besser funktioniert bzw. mehr Spaß macht. Man kann es ja auch mit 1 bis 8 Personen spielen, aber ich bevorzuge es eher mit 4, 5 Personen. Meine Tochter mag das Spiel, übrigens auch die neue Version Beach Cup. Das kommt bei uns gerne an, aber doch nicht so häufig, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, weil wir schauen dann immer, dass wir quasi mindestens zu 4, zu 5, zu 6 am Tisch sitzen und hier das gegeneinander spielen kann. Ein Deckbauspiel, was von der Grafik schon ein bisschen speziell ist, aber wo jetzt nicht diesen Durchgriff gestartet hat oder diesen Durchmarsch gestartet hat, sondern dass man sagt, ja, man hört vielleicht noch im nächsten Jahr 2025 von diesem Spiel. Vielleicht kommen da noch mehr, vielleicht wisst ihr da schon ein bisschen mehr als ich, aber gefühlt hat man da ein bisschen weniger gehört, jetzt nach kurzer Zeit der damaligen Verkündung. Beim Kinderspiel des Jahres, Mysterium Kids, da ist es nicht so unbedingt der Fall, weil gerade das Publikum, wenn man denkt an die gewisse Events oder Weihnachtszeit, wird genau zu diesem Spiel gegriffen. Mysterium Kids hat aber für mich oder jetzt aus meinem Bekanntenkreis eher dazu gesorgt oder dafür gesorgt, dass man sich auch das große Mysterium anschaut oder Mysterium Park, auch ein sehr bekanntes, von mir sehr hochgelobtes Spiel. Also man kann durchaus einen Step in einem Schritt höher gehen. Man wächst mit den Spielen auf, mit den Kinderspielen, geht dann zum nächsten Punkt und da ist ja auch schon das größere Mysterium oder das Mysterium Park vorhanden, was auch sehr gut ist, was sehr ungewöhnlich ist von der Spielweise, aber was einfach sehr viel Spaß macht. Und da hat es wirklich so einen Erfolgshit gestartet und nach wie vor für mich ein richtig gutes Spiel. Es gab ja noch den Sonderpreis 2023 zu Unlock bzw. Unlock Kids. Ja,
Der Jörg und sein Unlock. Ich mag die Reihe, ich schaue mir jede Box an und ich freue mich schon immer wieder auf neue Boxen und ich hoffe, das geht auch noch in 5 bis 10 Jahren weiter. Nicht jede Box hat mich überzeugt, aber in der Vergangenheit haben mir viele der Rätsel Spaß gemacht. Es ist ungewöhnlich, mit einer App zu spielen. Der eine oder andere sagt, nein, App und das Spiel, das passt nicht, das möchte ich gar nicht auf dem Tisch haben, es reicht genug. Wenn wir Daddel auf dem Handy und oftmals das Handy in der Hand haben, dann muss ich nicht noch das Handy bei einem Gesellschaftsspiel vor mir haben. Aber als Rätselspiel funktioniert es richtig gut. Als kooperatives Spiel, wo man alleine oder zu zweit schon sehr gut spielen kann, wo einfach Spaß macht. Auch wenn man den Fall einmal gespielt hat, es ist vorbei. Man wird es nicht nochmal spielen, aber die Box kann man durchaus weitergeben. Und deswegen ist Unlock nach wie vor für mich, beziehungsweise je nachdem auch für euch, eine Empfehlung. Ich bin gespannt, ihr dürft es je nachdem gerne kommentieren. Ja, dann richten wir den Blick weiter auf die Nominierten zum Spiel des Jahres. Ja, nominiert. Wenn man nominiert ist und nicht gewonnen hat, ja, dann ist es eigentlich schon schwierig. Dann wird es schwierig auch, was weitere Spiele angeht. Denkt man vielleicht. Wobei Next Station London von HCM Kienzl hat durchaus seinen Erfolg gefeiert. Als handlich kompaktes Spiel wird es nach wie vor gekauft. Er freut sich an Beliebtheit. Es liegt nicht nur an Tokio, wobei Tokio ist schon sehr anspruchsvoll. Aber in der neuen Version Paris wird sicherlich der eine oder andere wieder zugreifen, weil es einfach Spaß macht, mit diesen 4 unterschiedlichen Farbstiften zu hantieren und sein U-Bahn-Netz auszuweiten. Nach wie vor ein sehr innovatives Spiel und ich glaube, je nachdem als Reiseversion für unterwegs, wo man auch gerne zu zweit spielt, kommt das immer gut an. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch im Jahr 2024 mit der Paris-Version durchaus eine entsprechend hohe Verkaufszahl zu bieten hat. Ja, Fun Facts als auch als weiteres Spiel des Jahres, als geselliges Spiel, als schönes Spiel, wo man auch mit Gruppen dann absolvieren kann, kleinen, größeren Gruppen als Event für unterwegs, ideal geeignet, aber bei Fun Facts, da hört man weniger davon. Auch wenn ich viele dieser Spiele schon hier oben habe mit Just One, Top 10, So Clever 10 habe ich hier oben, Mysterium Park steht direkt daneben. Es gibt ähnliche dieser Spiele, aber die sind alle gut, teilweise auch prämiert worden, teilweise mit gewissen Auszeichnungen versehen. Gute Spiele, aber jetzt nicht Spiele, wo ich da regelmäßig auf den Tisch hole. Das muss passen von der Gruppe. Je nachdem, wenn man mit 4, 5 Leuten dabei ist oder zusammensitzt, dann greife ich gerne nach so einem richtig schönen, geselligen Spiel, wo man auch mit oder Spiele an den Tisch locken kann, die vielleicht jetzt nicht so oft spielen oder die so viel Spielerfahrung haben, weil man einfach eine schöne Zeit haben will. Und dazu lohnen sich diese Spiele. Tja, das waren die Nominierten. Wir gehen in Step runter. Runter klingt schon wieder negativ. Was ist mit der Empfehlungsliste? Oh, Empfehlungsliste. Was waren das noch? Der eine oder andere kann sich vielleicht gar nicht mehr erinnern an die einzelnen Spiele, weil, ja, die gefühlt, von denen redet ja auch gar keiner mehr. Das ist quasi ein Trostpreis, den man bekommt. Vielleicht verkauft man dadurch noch das eine oder andere Spiel, aber so ein Akropolis als Plättchenlegespiel hat sicherlich schwer. Und gefühlt, ich habe es auch schon ewig nicht mehr gespielt, auch wenn es ein gutes Spiel ist, aber ich stelle euch so viel vor, ich zeige euch so viel. Aber Akropolis haben wir damals oft gespielt, aber da ist schon ein bisschen die Luft raus, sind wir wieder beim Thema Plättchenlegespiel. Da gibt es ja so viel und da gibt es immer was Neues. Was ist mit Hitster? Oh, Hitster? Für viele ein Geheimtipp, auch wenn ich jetzt im Handel betrachte oder zuletzt ja auch im Brave New World gesprochen habe, für viele war das eigentlich schon ein Kandidat Spiel des Jahres und ich glaube, Hitster verkauft sich wie grandios. Das liegt nicht nur an den nachfolgenden Versionen, die auch super ankommen. Ja, muss ja nicht unbedingt die Schlagerparty sein, wobei der eine oder andere sagt, endlich kommt Schlagerparty mal auf den Tisch, beziehungsweise die Version, aber Jumbo bleibt da dran und Hitster nimmt kein Ende und Hitster gibt es im Herbst auch das eine oder andere neue. Da bin ich sehr gespannt, da halte ich euch auf dem Laufenden, aber Hitster ist einfach ein sehr erfolgreiches Musikspiel, ein Musikquiz, aber ein Spiel, wo man in kleiner, größerer Runde absolvieren kann, wobei ich persönlich tue mich schwer, weil ich bin jetzt nicht der Musikerfahrene, deswegen tue ich mich mit diesem Spiel an sich schwer, aber viele lieben das und viele haben es immer wieder regelmäßig auf dem Tisch. Kuzuka heißt das Spiel. Kuzuka, was war denn das? Ja, Pegasus Spiele damals. Auch ein Spiel, ja, von der Grafik, jetzt nicht unbedingt für den einen oder anderen sofort ansprechend, aber ein gutes Spiel. Aber gut, reicht das in der heutigen Zeit noch aus? Es muss ja eigentlich schon sehr gut sein. Es muss mit einem Wiederspielreiz verbunden sein. Und oftmals müssen die Spiele schon nach dem ersten Mal zünden. Kuzuka, auch damals habe ich es euch vorgestellt, ein sehr gutes, erfolgreiches Spiel, aber jetzt kein Spiel, was jetzt auch noch in Erinnerung bleibt, in einer gewissen Form war.
Weise. Damals haben wir es gespielt, aber auch jetzt hier gefühlt die letzte Zeit dann doch eher weniger. Ähnlich trifft es auf Mantis zu, wobei doch, zuletzt haben wir es wieder gespielt, in der quietschfidelen, bunten Verpackung. Schönes Spiel, leichtes Spiel, durchaus ein gutes Spiel. Ja, wieder sind wir beim Thema gut, bei der Benotung gut. Ja, es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes, attraktives Kartenspiel, um das Step ein bisschen höher zu setzen. Aber auch hier, Mantis, auf der Empfehlungsliste hört man weniger. Und was ist eigentlich mit QE? Was war denn das für ein Spiel? Ja, das ist doch das Beatspiel. Ja, stimmt, das Beatspiel. Beatspiele, boah, gefühlt in der heutigen Zeit kommen da sogar mehr im Jahrgang 2024. Schon das ein oder andere gespielt. Ich denke da nur an Score 5 beispielsweise, was bei uns auch sehr gut ankommt. Also ich bin gespannt, weil diese Art von Beatspielen, die mag ich, die kommen bei uns aktuell sehr gut an und gefühlt kommt da immer wieder das neue Spiel auf den Markt. Ich habe das Gefühl, dass in 2024 durchaus auch viele weitere Beatspiele noch auf den Markt kommen, weil dieses Prinzip und dieses lustige Spielen mit den Beaten und immer wieder auf neue Art und Weise das Ganze neu erfinden, mit gespickt mit neuen, durchaus innovativen Mechanismen, macht Spaß. Und QE war für mich nicht nur der Anfang, aber die Welle geht weiter, beziehungsweise die Welle geht höher und da kommen sicherlich auch in Zukunft neuere Spiele, aber QE, auch das ist ein Spiel, was dann bei uns weniger auf dem Tisch gelandet ist. Sea Salt and Paper, ja, ich bin jetzt nicht der große Fan gewesen von Sea Salt and Paper, es gab so Nachfolgepacks und kleine Erweiterungen von Sea Salt and Paper, quasi ein handlich kompaktes Spiel, viele mögen das Spiel, aber auch das Spiel ist bei uns dann doch in der letzten Zeit, beziehungsweise schon nach der Nominierung oder Empfehlung, eher weniger bei uns auf dem Tisch gelandet. Dagegen ist That's Not Ahead, um das Ganze mal abzuschließen, doch mehr auf dem Tisch gelandet. Vielleicht liegt es an dieser grünen Box. Ja, That's Not Ahead als Merkspiel. Es geht um Geschenke, die man weiter schiebt, wo man sich merken muss, was unter dieser Karte drunter ist, aber man kommt immer wieder neue Karten und das geht ja immer nach links und rechts. Wobei, in der neuen Version, da geht es auch mal auf die Seite. Da muss man die ganze Zeit konzentriert sein und kann nicht sagen, so, jetzt geht's mal eine Weile, bis die Karte bzw. das Geschenk wieder bei mir ist. Also das durchaus ein Spiel und nach wie vor auch eine Empfehlung. Wenn ich jetzt wieder zuletzt an den Handel denke, wo ich auch vor Ort war, ist es auch ein Spiel, wo vom Handel regelmäßig, zumindest da, wo ich dort war, empfohlen wurde. Und das durchaus eine lohnenswerte Investition. Wir schauen auf das nominierte Spiel. Wir sind beim Kinderspiel des Jahres. Carla Caramel, was ist denn das? Ja, bekannt ist der Verlag und nach wie vor ein sehr beliebtes Spiel. Jetzt nicht mehr so im Fokus, aber der Verlag ist mehr im Fokus. Und nach wie vor freut sich der Verlag an neuen Kinderspielen, die durchaus erfolgreich laufen. Und vielleicht ist ja auch Carla Caramel ein Spiel für euch. Was von Gigamon als nominiertes Kinderspiel des Jahres, da hört man eher weniger davon. Wenn ich jetzt an bekannte Freunde mit den Kindern denke, da ist Gigamon jetzt nicht so oft mehr auf dem Tisch. Es ist schön gemacht, niedlich mit diesen Monstern als Mechanismus, aber der Wiederspielreiz ist dann doch nicht so hoch, auch wenn es ein gutes Spiel ist. Aber gut, ja, sind wir wieder beim Thema. Ein weiteres Spiel, Don Zanimo. Ich muss schon schauen und überlegen, weil gerade mit dem Namen bzw. mit dem Spiel habe ich jetzt weniger Bezug. Auch was Checo-Spiele, ja, was Checo-Spiele angeht, habe ich weniger in Bezug. Habe ich auch schon in der Vergangenheit gesagt. Die Spiele findet man dann doch eher weniger im Handel und gefühlt habe ich da auch ein bisschen weniger gehört. Und was ist mit Mein erstes Abenteuer? Ein weiteres Spiel auf der Empfehlungsliste Kinderspiel des Jahres, Boardgame Box. Das sind doch die Bücher, Spielebücher, die man aufklappt und wo man die Story immer wieder weiter bzw. anders oder verändern kann. Man liest dem Kind vor, das Kind kann selber lesen, das verändert die Geschichte aufgrund des Umklappens, aufgrund der Wege, die man geht. Richtig gut. Und der Erfolg gibt dem Verlag recht, weil ja, da haben sie gewissermaßen schon ein kleines Alleinstellungsmerkmal in diesem Segment und deswegen kommt immer wieder das eine oder andere neue Spielebuch auf den Markt und das ist nach wie vor von mir eine Empfehlung. Also wenn ihr das seht im Handel oder habt jetzt das Kind, 6, 7, 8-Jährige, könnt ihr es auch das Vorlesebuch auch nutzen. Die Bücher sind richtig gut. Ich habe es euch, glaube ich, auch schon in der einen oder anderen Reihe dann vorgestellt. Rutschen, Flutsch, ein recht einfaches Spiel, Empfehlungsliste. Gefühlt hört man auch hier von diesem Spiel eher weniger. Vielleicht liegt es am neuen Kandidat vom gleichen Verlag, der ganz klar jetzt doch ein bisschen mehr im Fokus rutscht. Und da rutscht dann das Spiel, ja, Rutschen, Flutsch, dann doch ein bisschen nach unten und ist dann doch nicht mehr so im Fokus, wie man sich vielleicht das gedacht hätte. Aber ich bin bei der Empfehlungsliste und die hat es generell ein bisschen schwer.
Wir kommen zu den Nominierten. Ja, die darf ich nicht außer Acht lassen. Iki steht hier drauf. Ich habe nicht alles auswendig im Kopf. Auch wenn ich viele Spiele kenne, das meiste, muss ich dann doch ein bisschen ablesen. Wobei Iki ist mir ein Begriff. Auch aufgrund der Erweiterung. Auch die habe ich euch schon vorgestellt. Ein gutes Spiel, ein schönes Spiel, attraktives Spiel. Mit einer gewissen Prise Interaktion. Kommt gut an. Schöne, attraktive Mechanismen. Mit Iki, mit der Erweiterung wird sogar noch etwas umfangreicher. Und der eine oder andere, ja, ich nehme mich jetzt da nicht raus. Kann man durchaus behaupten, dass es mit der Erweiterung sogar das Spiel richtig rund läuft. Wobei, es lief schon mit dem Grundspiel rund, aber mit der Erweiterung, da hat man noch einige Dinge verbessert und das tut quasi dem Iki-Spiel richtig gut. Vielleicht habt ihr es schon gespielt, ansonsten dürft ihr es gerne kommentieren. Ja, und Planet Unknown, ich warte noch auf den Kickstarter oder Gamefound. Ich habe es zumindest unterstützt, ein größeres Paket. Gefühlt geht es ja immer Jahre, bis man dann seine Kickstarter-Pakete dann bekommt. Ich denke noch an Robinson Crusoe. Gefühlt warte ich da schon, sind es schon 5 Jahre? Sind es 4 Jahre? Ich glaube, auf dieses Spiel warte ich auch schon ewig. Aber Planet Unknown und auch ein gutes Plättchen-Legespiel mit dieser Haube, mit diesen Plättchen, die man legt auf seinem Spielplan mit immer wieder neuen Elementen. Genau deswegen habe ich zum damaligen Zeitpunkt auch die Kampagne unterstützt mit Spielplänen, richtig schön edel gemacht. Ich mag das Spiel und spätestens dann, wenn es kommt und das, darauf warte ich, wird es dann auch wieder regelmäßig auf den Tisch kommen, weil Planet Unknown ist ein richtig gutes Spiel. Tja, Empfehlungsliste haben wir noch. Council of Shadows. Council of Shadows. Habt ihr das überhaupt schon gespielt? Das war für mich damals eine Überraschung, wo ich es gespielt habe, mit diesen Leisten zu agieren, mit den mehreren Leisten. Alea Ravensburger, der Verlag. Speziell von der Grafik. Ja, ich bin jetzt nicht der große Fan, jetzt was dieses Thema dann angeht, aber ein gutes Spiel, was damals oft auf den Tisch gelandet ist. Damals habe ich es auch empfohlen. Aber die Flut an neuen Spielen, ja, die überrennt uns schon teilweise. Und da bleibt vielleicht dann doch nicht viel übrig von einem Council of Shadows. Und ausgehend vom Verlag, wenn ich jetzt an diverse Messen denke, ist es dann auch nicht so oft dann präsentiert worden, weil es ja nur quasi auf der Empfehlungsliste Kennerspiel des Jahres war. Da hat Mindbug schon mehr daraus gemacht, der Verlag hat mehr daraus gemacht, ist nach wie vor sehr präsent und ist froh und stolz, auf so einer Empfehlungsliste zu sein. Damals eine Überraschung, aber der Verlag hat profitiert und präsentiert immer noch das eine oder andere, die eine oder andere Edition, was dieses Segment dann angeht und das durchaus erfolgreich, gerade auf Messen sind sie stark vertreten und wenn ihr solche Spiele sucht, ich habe es euch damals vorgestellt, schaut euch definitiv mal Mindbug an. Tja, das Blatt, wenn ich es umdrehe, das ist leer, damit bin ich auch schon beim Abschluss dieser Reihe und ich hoffe, die Art und Weise in Kürze, in Würze hat euch gefallen, das Ganze euch zu präsentieren, ohne jetzt mit irgendwelchen Zahlen und Volumen gespickt, sondern einfach meine Meinung zu den einzelnen Spielen, was daraus geworden ist. Was daraus geworden ist, wird man sehen, weil ja, demnächst ist schon soweit. 2024 steht an. Ich bin auch in Berlin. Ich schaue mal die Bekanntgabe mal an. Und werde euch dann quasi auf eine Art und Weise mitnehmen, nicht direkt vor live, weil ich möchte es auch ein bisschen genießen, aber ihr kommt nicht zu kurz. Ich werde im Nachgang darüber berichten und das mit der einen oder anderen ja, Überraschung mit einem Interview mal schauen, wie ich das Ganze euch präsentiere. Und dann wisst ihr, was aktuell Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres 2024 ist. Und auch hierzu gibt es dann meine Meinung zu den einzelnen Spielen. Das war's. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.